Die Inflationsrate in Deutschland liegt bei rund 8%. Warum Anleger nicht versuchen sollten, die Inflationsrate kurzfristig mit ihren Kapitalanlagen zu kompensieren, das möchten wir in diesem kurzen Video besprechen. Der Blick auf die Inflationsdaten für Deutschland zeigt Werte von um die 8% der Erzeugerpreise deutlich zweistellig gestiegen. Und wenn wir uns die Kapitalmarktrenditen im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere anschauen, dann sehen wir nach wie vor ein sehr trostloses Bild. Sie sehen für deutsche Staatsanleihen nach Abzug der Abgeltungssteuer für fünfjährige Papiere 0,66%. Also die Chance, mit diesen sicheren Anlagen die aktuelle Inflationsrate von rund 8% zu schlagen, unrealistisch. Strafzinsen, Verwahrentgelte gehören immer noch zum allgemeinen Bild. Das dürfte sich über den Sommer als Thema erledigen, aber das darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass mit Kontoguthaben ein realer Kapitalerhalt nicht möglich ist. Und gleiches gilt auch für Staatsanleihen der Eurozone, Unternehmensanleihen und selbst sogenannte Hochzinsanleihen, also Anleihen mit einem Rating, einer Bonitätseinstufung, die niedrig ist, ist der Kapitalerhalt nicht möglich. Die Renditen sind zwar bei 6%, wenn Sie die Abgeltungssteuer abziehen, dann sehen wir hier Werte von 4,43%, aber bei einer Inflationsrate von aktuell roundabout 8% sehen wir, dass auch hiermit kein Kapitalerhalt möglich ist. Das Ganze gilt natürlich nicht nur für die Vermögensklassen, die wir direkt sehen, also die hier aufgeführten Anleihen, sondern auch für deren Verpackung, also beispielsweise, wenn Sie Anlagestrategien haben, die zu 70-80% in festverzinsliche Wertpapiere investieren und den Rest in Aktien und Immobilien. Auch da werden Sie feststellen, wenn Sie die gewichteten Renditen ermitteln, dass man hier nicht auf einen realen Kapitalerhalt kommt. Jetzt könnte natürlich der Reflex naheliegen, nun in Sachwerte zu investieren, Aktien, vermietete Immobilien, Edelmetalle und alle anderen Möglichkeiten, die produktiven Werte, seines Sachwerte oder Substanzwerte bieten. Aber typischerweise wird der Inflationsausgleich nicht in Phasen hoher Inflationsraten erzielt, also nach dem Motto, oh, die Inflation steigt, jetzt Sachwerte kaufen und dann werden die Sachwerte mit ihrem Preisanstieg der Inflation kompensieren, sondern denken Sie an die Immobilien zum Beispiel, die sind ja in Deutschland in den vergangenen 10 Jahren auch gestiegen, obwohl wir sehr niedrige Inflationsraten hatten. Das heißt, wir werden nun sehen, dass die Politik eher die Inflationsbekämpfung in den Vordergrund stellt, weil die Inflation trifft alle in der Bevölkerung, wohingegen eine schwächere Konjunktur über steigende Arbeitslosenquoten nur einen kleinen Teil der Bevölkerung trifft. Und diese können dann wieder auch entsprechend über Konjunktur und sonstige arbeitspolitische Maßnahmen unterstützt werden, weil der Staat kann das über die Haushaltsüberschüsse gut generieren, weil der Staat generiert seine Steueraufkommen auf die nominelle Wirtschaftsleistung und die verhält sich ja nach wie vor noch recht angenehm und on top natürlich immer noch die Möglichkeit, auch bei den niedrigen Zinsen im historischen Vergleich entsprechend günstig Schulden aufzunehmen. Für Anleger bedeutet das, dass sie nicht versuchen sollten, jetzt kurzfristig in Hektik zu verfallen, sondern sich die langfristige Liquiditätsplanung anzuschauen. Sie sehen hier beispielsweise einen Fall in der Finanzplanung. Wir sehen, der Anleger ist heute Mitte, Ende 50, generiert noch entsprechende Überschüsse. Irgendwann kommt der Renteneintritt, dann werden Entnahmen aus dem Vermögen vorgenommen. Und man sieht schon, dass die Anlagestrategie, das freie Vermögen, nicht das Ziel haben sollte, die Inflation auf Sicht der nächsten 12 oder 18 Monate zu schlagen, sondern wichtig ist, dass die Anlagestrategie die Inflationsraten, die Lebenshaltungskosten und die Lebensplanung auf lange Sicht finanziert, also Anlagehorizonte von deutlich 10 Jahren aufwärts. Und dementsprechend muss die Anlagestrategie hier adäquat gestaltet werden. Das heißt, nicht heute in Panik verfallen aufgrund der hohen Inflationsraten, nicht irgendwelche Anlagen tätigen, sondern nun eine vernünftige Finanzplanung und Liquiditätsplanung anstellen, überlegen, welchen Kapitalbedarf habe ich in der Zukunft und aus diesem Kapitalbedarf in der Zukunft einen Anlagehorizont, eine finanzielle Risikobereitschaft, eine objektive Risikotragfähigkeit ermitteln und dann eine Anlagestrategie definieren, die immer schwanken wird, weil das ist der Preis. Ohne Bewegung nach oben gibt es auch keine Bewegung nach unten und umgekehrt. Und in diesem Sinne, im Durchschnitt ist es wichtig, dass Ihre Anlagestrategie den Kaufkraftverlust kompensiert. Und das ist mit global diversifizierten Anlagen auch in der Zukunft möglich, wenn auch vielleicht die Schwankungen in relativ zur Rendite etwas höher ausfallen als das, was wir seit dem Jahr 2009 gesehen haben. In diesem Sinne darf ich Ihnen nur das Beste wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.